ARD. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Über den Verlauf des Krieges in der Ukraine sprechen wir in diesem Podcast, über Hintergründe und die Folgen. Und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Jetzt und wohl für die nächsten 3 Wochen aus Hamburg zugeschaltet. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Hamburg, weil wieder Ausbildungshilfe auf dem Programm steht? Ja, Ausbildungshilfe in Form einer 3-wöchigen Stabsübung des Generalstabslehrgangs hier an der Führungsakademie. Und das habe ich ja jetzt das 3. Mal gemacht. Also wir haben schon das 3. Mal jetzt sind wir auf Sendung aus der Führungsakademie. So lange geht der Krieg schon, ja. Und wegen dieser Hilfe, die Sie da in Hamburg leisten, können wir die Podcast-Folgen, das sei gleich am Anfang gesagt, nicht wie meist in der Mittagszeit aufzeichnen, sondern müssen es gegen Tagesende tun. Heißt konkret, wir haben es jetzt Montag, 4. März 2024, kurz nach 19 Uhr. Veröffentlichung dann allerdings erst am darauffolgenden Tag, also am Dienstag. Und Herr Bühler, ich könnte mir vorstellen, dass der Ausbildungsplan heute auch erstmal ein bisschen durcheinander geraten ist. Also dass Ausbildung, weiß nicht, auf der Strecke geblieben ist, gar weil Sie sich alle erstmal über ein einziges Thema unterhalten haben. Ja, wir haben uns über die Übung unterhalten, aber wenn Sie die Abhöraffäre meinen. Nein, das hat nicht die Konsequenzen gehabt, die Sie vermuten. Dazu folgt eine solche Übung, einen zu engen Zeitplan. Aber im Pausengespräch waren doch die Ereignisse des vergangenen Freitags und die Medienberichterstattung jetzt über das Wochenende schon ein Thema. Ich hatte den Eindruck, dass alle das abgehörte Gespräch kannten. Ja. Und damit haben wir auch schon das Thema angesprochen, das zeitlich sicher einen großen Teil dieser Folge einnehmen wird, dieses abgehörte und veröffentlichte Gespräch unter Bundeswehroffizieren, an dem auch der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhards, beteiligt war. Es ging da um den Taurus und unter anderem darum, wie man es hinbekommen könnte, dass die Ukrainer den Taurus nutzen können, ohne dass deutsche Soldaten beteiligt sind. Ein weiteres Thema will ich auch gar nicht aufrufen, höchstens vielleicht noch die ein oder andere Hörerfrage, die sich halt nicht mit dem Taurus und dieser Abhöraffäre beschäftigt. Zu hören ist unser Podcast wie immer in der App der ARD Audiothek, auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Eigentlich gibt es ja zu Beginn auch immer einen kleinen Blick auf die aktuelle Lage. Wir verzichten heute mal drauf, weil wir das nicht wirklich seriös leisten können. Erstens war Herr Bühler den ganzen Tag beschäftigt, wir haben es ja gerade gehört. Und zweitens hat sich auf der großflächig sozusagen an der Lage auch gar nichts geändert, Herr Bühler. Na, die Russen weiter in der Initiative am Boden oder gibt es keine großen Bewegungen? Ne? Also in die Gegenrichtung oder so? Nein, gibt es keine grundsätzliche Lageverschiebung. Es gab die eine oder andere Sabotageaktion der Ukrainer gegen Eisenbahnlinien in Russland. Es gab den Angriff auf Feodosia, diesen Hafen an der Ostküste von der Krim. Dort ist das Öldepot in Brand gesetzt worden. Aber ansonsten ist, so wie Sie sagen, ist besser. Wir machen es beim nächsten Mal wieder ausführlicher. Genau. Und damit kommen wir zu dem Thema Abhöraffäre in der Bundeswehr. Die Chefin des russischen Senders RT hat den Mitschnitt eines Gesprächs von 4 Bundeswehroffizieren veröffentlicht. Dabei waren der Inspekteur der Luftwaffe Ingo Gerhards, dann Brigadegeneral Frank Gräfe vom Kommando Luftwaffe in Berlin. Er war wohl aus einem Hotel in Singapur zugeschaltet. Und 2 weitere Offiziere. Wir würden kein Geheimnis verraten, also würden wir die ganze reichliche halbe Stunde abspielen. Können wir aber trotzdem nicht machen. Bei Weiterverbreitung solcher Dinge ruft das Strafgesetzbuch. Deswegen müssen Sie sich selbst schlau machen. Viele werden das sicher schon getan haben. Herr Bühler hat es auch erwähnt. Diejenigen, die da an der Führungsakademie in Hamburg waren, die kannten offenbar das Gespräch auch alle, indem sie sich von irgendwelchen russischen Serben wahrscheinlich abgespielt haben. Herr Bühler, Sie kennen den Inhalt natürlich auch, die Atmosphäre auch, die bei diesem Gespräch geherrscht hat in Gänze. Es gab sicher schon so einige Dinge in diesem Podcast, über denen es Ihnen vielleicht schwer gefallen ist, über Sie zu reden. Diese Angelegenheit, die dürfte aber doch mal noch einen anderen Stellenwert haben, ne? Ja, das stimmt, das hat es. Zum einen, weil ich aus meiner Erfahrung natürlich weiß, wie solche Gespräche zur Vorbereitung einer Entscheidung auf der Leitungsebene in der Bundeswehr stattfinden.
das, was ich hier gehört habe, war nach Form und Inhalt nicht der Standard, den ich kenne. Da wird es Gründe dafür geben, die wir noch nicht kennen. Zum Zweiten laufen zu dieser Abhöraffäre nach der Kanzleraussage und bestätigt auch vom Minister Pistorius Ermittlungen im Sinne von Verwaltungsermittlungen. Da gehört es sich nicht, dass ich eine Sache öffentlich bewerte, ohne den Ausgang der Ermittlungen abzuwarten. Ich habe deshalb schon, und deshalb die Frage ist richtig, ich habe schon mit mir gerungen, überhaupt etwas zu sagen. Das wissen Sie, wir haben am Freitagabend noch darüber gesprochen und am Samstag nochmal. Aber letztlich haben die vielen Zuschriften unserer Zuhörer dazu geführt, dass ich dann am Sonntagabend tatsächlich zugestimmt habe. Dann will ich auch gar nicht mal mit Inhalten anfangen, Herr Bühler. Viele unserer Hörerinnen und Hörer, die uns ja geschrieben haben, die haben sich entsetzt gezeigt. Das wissen Sie auch, dass man über derlei Sachen über offenkundig nicht oder nur wenig gesicherte Kanäle spricht. Im konkreten Fall soll es wohl eine WebEx-Schalte gewesen sein. Eine Plattform von vielen, über die man Anrufe oder Videokonferenzen abwickeln kann. Wie groß ist denn Ihr Entsetzen? Also ich würde es mal so ausdrücken, es ist einfach nur peinlich und am meisten wahrscheinlich für die Betroffenen oder ganz sicher für die Betroffenen. Peinlich, dass die Bundeswehr noch dazu in dieser augenblicklich angespannten Lage zu einem Opfer in dieser Abhöraktion geworden ist, der anschließenden Veröffentlichung und vor allen Dingen der Wirkung auch dieses Gesprächs. Hier ist, das muss man so sagen, hier ist großer Schaden entstanden. Und es ist richtig, dass jetzt alles so schnell wie möglich aufgeklärt wird und daraus auch Konsequenzen gezogen werden. Wenn das peinlich ist, dann heißt das natürlich aber, dass man offenbar für derlei Gespräche eigentlich immer zu einer Verbindung greifen sollte. Also das Abfangen der Gesprächsinhalte zumindest erschwert. Ja, aber vielleicht eine Bemerkung zu dieser verwendeten Konferenzsoftware WebEx. Die WebEx-Version, die auf den Netzwerken der Bundeswehr läuft, ist nicht die, die wir alle kennen im Internet für Video- und Telefonkonferenzen. Die Bundeswehr-Version ist technisch für den untersten Geheimhaltungsgrad, also das heißt nur für den Dienstgebrauch, zugelassen. Das heißt, es hat eine gewisse Verschlüsselung Ende zu Ende, dieses Konferenztool. Und das schließt dienstliche Mobiltelefone mit ein. Wenn allerdings ein Mobiltelefon zugeschaltet wird, das ist ein Privattelefon beispielsweise, das nur offene Kommunikation zulässt, dann ist die gesamte Konferenz offengelegt. Und der zweite Punkt ist, ja, es gibt natürlich für die höheren Geheimhaltungsstufen, also beispielsweise VS, also Verschlusssache vertraulich oder geheim, da haben alle Führungskräfte der Bundeswehr Krypto-Mobiltelefone. Und zusätzlich gibt es einen Pool von solchen Geräten, die auch andere Bundeswehrangehörige für einen bestimmten Zweck, also zum Beispiel eine Dienstreise, auch ausleihen können. Also die Kommunikation ist sichergestellt, sicher noch nicht in dem Maße, dass es überall ausgerollt ist. Das kann man nicht erwarten. Aber die Führungspersonen und diejenigen, die es brauchen, die haben das auch. Und ist diese Infrastruktur also für abhörsichere Verbindungen so ausgebaut, dass man sie auch relativ problemlos nutzen kann? Ich meine, gehört zu haben, dass vielen, die es könnten und müssten, das Prozedere dann viel zu kompliziert erscheint und man dann einfach eben zum stinknormalen Telefon greift. Die Kanzlerin hat es ja auch nicht anders gemacht. Und siehe da, sie wurde abgehört. Den berühmten Satz, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht, haben wir ja alle in Erinnerung. Ne? Ging halt doch. Also es ist schon ein Aufwand damit verbunden, insbesondere wenn man dienstlich unterwegs ist, also auf Reisen unterwegs ist. Man muss dann verschiedene Mobiltelefone mitnehmen, das Private, fangen wir mit dem Privaten an, das natürlich in keiner Weise geschlüsselt ist für solche Zwecke. Ein dienstliches Handy, das doch auch VS nur für den Dienstgebrauch ermöglicht und dann eben die Krypto-Handys, die höhere Geheimhaltungsstufen zulassen. Je höher der Geheimhaltungsgrad, desto aufwendiger ist natürlich die Absicherung, also Kennwörter, auch die Unterbringung eines Krypto-Telefons, das ist in sich schon geheim. Wenn Sie es gerade nicht benutzen, also wenn Sie im Hotel sind, wo sollen Sie es hin tun?
Aber der Aufwand ist einfach notwendig, wie man an diesem Beispiel sieht, dass man tatsächlich geheime und höhere Kommunikation dann auch machen kann. Jetzt hatten Sie gesagt, es gibt diese verschiedenen Geheimhaltungsstufen und bestimmte Dinge, die natürlich auch gar nicht eingestuft werden. Aber ich frage mich, sollten Sachen, die die Bundeswehr betreffen, nicht eigentlich immer eine gewisse Einstufung haben? Also ich meine, wenn man jetzt nur genügend mehr oder weniger frei zugängliche Informationen sammelt und in der Lage ist, die dann entsprechend zu analysieren, dann kann man sich ja auch ein Bild machen. Also wenn eine kleine Sache für sich alleine dem Gegner bekannt wird, dann mag das nicht schlimm sein, aber wenn es dann viele, viele kleine Sachen sind, die sich summieren und man, wie gesagt, das analysieren kann, dann ist das doch was anderes. Ja, aber jetzt weiten Sie natürlich den Blick etwas. Das hat jetzt nichts mit der aktuellen Frage zu tun. Das ist was grundsätzlich, so verstehe ich das jetzt. Das ist im Prinzip richtig. Aber wir leben auf der anderen Seite in offenen Gesellschaften und die Öffentlichkeit, insbesondere auch das Parlament, hat Anspruch darauf, dass man das Parlament und die Öffentlichkeit informiert. Ich nehme mal nur mal Beispiele. Die Veröffentlichungen des BMVG, des Bundesministeriums der Verteidigung, der Rüstungsbericht des Ministeriums, da können Sie den Stand der Rüstungsprojekte im Detail nachlesen. Alles öffentlich, alles im Internet. Die Vorlagen für den Deutschen Bundestag, was die Bundeswehr warum und in welcher Stückzahl beschaffen will, können Sie nachlesen. Sie können sogar den Bericht zur Einsatzbereitschaft nachlesen. Dort können Sie die Zahlen zur Einsatzbereitschaft entnehmen. Die Berichte zur Personallage natürlich auch. Also es ist offengelegt, wie viele Soldaten der Bundeswehr fehlen. Die Rüstungsbetriebe weltweit unterhalten Internetseiten mit technischen Details ihrer Produkte. Auf Wikipedia können Sie alle Details zu Waffen und Munition nachlesen. Das ist ein unglaublich großer Datenbestand weltweit. Also das lässt sich nur schwer zurückdrehen in dem Sinne, wie Sie es gerade gesagt haben. Der Bericht zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr hat der Generalinspekteur der Bundeswehr vor einiger Zeit angewiesen, den in Teilen geheim einstufen zu lassen. Das Ergebnis war eine heftige Kritik aus den Bundestagsausschüssen, weil der Bericht nun nur noch in der Geheimschutzstelle einsehbar war. Und es kommt ein Punkt dazu, zu dieser ganzen Aufzählung. Wir wollen ja als Streitkräfte bis zu einem bestimmten Maß transparent sein. Auch gegenüber Staaten wie Russland zum Beispiel. Die laden wir ein zu Übungen. Denen zeigen wir, was wir haben. Denen zeigen wir die Szenarien, unter denen wir üben. Aus dem Grund, dass sie uns nicht als Bedrohung wahrnehmen können. Dass sie es dennoch tun, uns als Bedrohung dann als Begründung zu nehmen für irgendwelche Unternehmungen, das ist eine andere Frage. Und weil wir es gerade geweitet haben, nur mal ganz praktische Frage noch. Wenn beispielsweise der NATO-Oberbefehlshaber Cavoli mit dem Generalinspekteur der Bundeswehr reden will, dann muss der immer eine Art Kryptotelefon nutzen, wenn es auch möglicherweise gar nicht um erstmal dienstliche Sachen geht, sondern wenn der den einfach nur fragen will, wie der Urlaub war? Also ich glaube nicht, dass die beiden sich über den Urlaub unterhalten, vielleicht höchstens am Rande. Sie werden immer Gespräche führen, die einen geheimen Inhalt haben. Dazu ist die Position des NATO-Oberbefehlshabers zu bedeutsam, die des Generalinspekteurs. Also da will man natürlich keine Experimente machen. Und da werden sie mit Kryptoapparaten arbeiten. Da haben die auch entsprechende Telefone auf ihrem Schreibtisch stehen. Die ganze Kommunikation, so kenne ich sie auch aus der NATO, läuft im Grunde genommen über Geheimtelefone, auch über geheime Netzwerke, also rote Netzwerke, wie wir sagen. Das ist einfach dann auch praktisch, man gewöhnt sich daran. Das ist auch kein Aufwand, das ist wie ein normaler Computer. Nur, dass der Computer eben nicht ans Internet angeschlossen wird, sondern in einem eigenen Netzwerk läuft, dass er von außen nicht beschädigt werden kann oder abgehört werden kann. Und wird dann eigentlich kontrolliert, Herr Bühler, ob die vorgegebenen Regeln immer eingehalten werden? Also schaut sich beispielsweise der militärische Abschirmdienst, der MAD, zumindest stichprobenartig an, wie der General X oder General Y über einen gewissen Zeitraum kommuniziert hat? Also der MAD ist ein interner Geheimdienst, der zur Bundeswehr gehört. Die Aufgaben des MAD ist die Absicherung der Bundeswehr.
die Durchführung der regelmäßigen Sicherheitsüberprüfungen aller Soldaten, die je nach Tätigkeit eine Sicherheitsstufe bekommen, die einen unterschiedlichen Umfang an Prüfung notwendig macht. Darüber hinaus ist Spionageabwehr und Sicherheit der Infrastruktur gehört dann zu den Aufgaben des MAD. Also das Überprüfen von Büroräumen und Besprechungsräumen, die Beratung zur Absicherung von Lauschangriffen und so weiter. Ob dazu eine Kontrolle des Kommunikationsverkehrs gemacht wird, das entzieht sich tatsächlich meiner Erkenntnis. Dafür ist er halt auch interner Geheimdienst. Aber ich glaube, von der Größe her des Dienstes ist das gar nicht leistbar. Nun heißt es ja auch, dass der MAD in dieser Angelegenheit ermittelt. Frage, kann der das überhaupt wirklich ausreichend und in notwendigem Maße? Oder anders gefragt, also eigentlich müsste der MAD doch auch gegen sich selbst ermitteln, ob er an der einen oder anderen Stelle hier nicht vielleicht versagt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es da doch den einen oder anderen Interessenkonflikt gibt. Naja, also so weit würde ich nicht gehen. Versagen von Versagen könnte man ja nur sprechen, wenn er zum Beispiel, wenn seine Empfehlungen falsch waren zur Absicherung eines Büros oder dergleichen mehr. Also der MAD wird diese Untersuchung nicht alleine machen. Gerade in diesem Fall spielt ja das Bundesamt für die Informationssicherheit eine große Rolle, das dem Bundesministerium des Inneren untersteht und das federführend ist, auch für die Informationssicherheit in der Bundesregierung. Man kann davon ausgehen, dass der MAD das sehr sorgfältig und umfassend tut, insbesondere wegen des Aufsehens auch, aber nicht nur, dass dieses Gespräch öffentlich gefunden hat. Dann schauen wir mal auf den Inhalt des Gesprächs, Herr Bühler. Noch ist ja wohl nicht abschließend verifiziert, ob hier an diesem Mitschnitt irgendwie manipuliert wurde. Es ist zwar klar, dass es das Gespräch tatsächlich gegeben hat und dass sich nicht irgendeine KI das alles ausgedacht hat, aber ob hier da an den Aussagen manipuliert wurde, da ist noch nicht endgültig geklärt. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte, dass da vielleicht geschnitten oder bearbeitet wurde? Oder können Sie sich vorstellen, dass das Gespräch tatsächlich so wie veröffentlicht, so wie Sie es auch gehört haben, gelaufen ist? Also da zählt ja nicht, wie ich mir das vorstelle, sondern wie das BMVG das vorläufig oder abschließend einschätzt. Und die dortige Einschätzung ist wohl so, dass das Gespräch so stattgefunden hat. Für eine Überarbeitung, Kürzung oder Ergänzung oder mittels KI eine Einfügung spricht da offenbar gar nichts. Außerdem haben sicher auch die Aussagen der Opfer dieser Abhörattacke beigetragen und sie werden sicher auch ihren Anteil an dieser Bewertung haben, dass das Gespräch tatsächlich so veröffentlicht worden ist, wie es gelaufen ist. Der Inhalt selbst, wenn er denn authentisch ist, würde ja, Herr Bühler, Ihre Aussage bestätigen, dass ein Taurus-Einsatz der Ukraine letztlich ohne deutsche Soldaten passieren kann. Zumindest wenn die Ausbildung der Ukraine einen entsprechenden Vorlauf hat. Oder habe ich das falsch verstanden aus diesem Gespräch? Nein, haben Sie nicht falsch verstanden. Also bei meiner Aussage bleibe ich auch. Die Ausbildungsdauer von einem halben Jahr, wie sie dann in dem Gespräch angeführt worden ist, das führt dazu, dass die Ukrainer die Waffe in ihrer gesamten Komplexität mit der erforderlichen Genauigkeit, dem erforderlichen Schutz vor russischen Luftverteidigungssystemen und der gewünschten Wirkung im Ziel einsetzen kann. Eine Verkürzung der Ausbildung würde die Qualität der Ausbildung reduzieren erstmal, gleichzeitig aber auch zur Folge haben, dass die Ukrainer die volle Funktionalität der Waffe nicht beherrschen. Alternativen wären die Mitarbeiter, deutsche Spezialisten an der Zielprogrammierung, entweder bei der Herstellerfirma oder im sogenannten Reachback, wie die Runde das ausgedrückt hat, also aus Deutschland heraus über Datenleitungen. Das haben die Herren allerdings gleich wieder verworfen und das ist auch gut so. Das heißt, wenn es um kurzfristige Einsätze ginge, dann käme man ohne deutsche Hilfe nicht aus. Man diskutiert in diesem Gespräch, Herr Bühler, ob da möglicherweise, wenn es jetzt kurzfristig passieren sollte, manche Dinge die Briten übernehmen könnten.
je nachdem, wo im politischen Berlin für eine deutsche Beteiligung die rote Linie gezogen würde. Das könnten die Briten übernehmen, weil die es ja ohnehin für ihre Storm Shadows tun würden. So kommt das aus diesem Gespräch aus. Das widerspricht doch aber am Ende ihrer Überzeugung, die sie ja mehrfach im Podcast geäußert haben, dass nämlich keine britischen Soldaten in der Ukraine sind. Dieser Widerspruch, der wird auch in Hörermails immer wieder angesprochen. Müssen Sie sich jetzt diese Frage nun doch korrigieren? Also ich würde mich korrigieren, wenn ich andere Informationen hätte. Das habe ich aber nicht. Ich sehe auch keinen Widerspruch in den beiden Aussagen. Es sind jeweils einige Soldaten einzelner Länder zeitlich begrenzt oder über einen längeren Zeitraum in der Ukraine stationiert, auch britische. Sie erfüllen dabei aber Aufgaben wie die Zusammenarbeit mit den ukrainischen Behörden bei den Waffenlieferungen, bei logistischen Aufgaben, Ersatzteilbestellungen. Einige Soldaten haben zum Schutz ihrer Botschaften grundsätzlich Soldaten eingesetzt, wie die US Marines bei den US-Botschaften, die italienischen Carabinieri beispielsweise. Bei uns macht das die Bundespolizei oder die Spezialkräfte der Bundespolizei. Auch die Militärattaché-Stäbe mancher Botschaften sind verstärkt worden zur Berichterstattung an die Hauptstädte, zur Organisation der Zusammenarbeit im Bereich von Unterstützungsaufgaben etc. Und dann darf man nicht vergessen, dass es generell in allen Geheimdiensten auch Soldaten gibt, die für ihre zeitweise oder dauerhafte Tätigkeit bei den Diensten vom aktiven Dienst freigestellt werden. All diesen Soldaten ist gemeinsam, dass sie dort nicht im Kriegseinsatz sind, sondern an den Botschaften der genannten Länder akkreditiert sind. Aktive am Zielplanungsprozess der Ukrainer beteiligte Soldaten schließe ich weiterhin aus. Es bestünde andernfalls die Gefahr, dass sie tatsächlich dann als Kriegspartei wahrgenommen werden oder als Begründung auch dafür genommen werden. Und das widerspräche den gültigen gemeinsamen Beschlüssen der NATO. Und im Übrigen hat Großbritannien auch den Einsatz ihrer Soldaten für diesen Zweck bereits dementiert. Nun, das muss ich mal kurz nachfragen. Gab es in dem Gespräch auch Passagen, in denen man darüber diskutiert hat, ob man solche Dinge nicht sozusagen an die Herstellerfirma abgeben könnte und dann kommuniziert die zivile Herstellerfirma mit beispielsweise der Ukraine? Könnte das möglicherweise so bei den Briten organisiert sein? Das könnte so sein. Es ist sogar ganz sicher, dass die Herstellerfirma, das ist ja eine andere Firma als die deutsche, hat zwar das gleiche Kürzel, aber gehört auch insgesamt zur MBDA, aber ist die britische Firma der MBDA. Natürlich kann das sein, wenn die Firma das leisten kann, aber die Firma wird eins nicht leisten können, und das wird ja auch in dem Gespräch deutlich, dass es die exakte Zielplanung ohne Mithilfe des Militärs leisten kann. Dann kommen wir mal zur Frage, wie hat man dieses Gespräch abgehört? Nun sind Sie natürlich kein Geheimdienstler und schon gar kein Abhörexperte, aber vielleicht können Sie sagen, Herr Bühler, auf welche Wege der MAD oder wer auch immer eingestellt ist, dass es passieren kann. Also vielleicht kann man das ja auch anhand früherer Abhör- und Spionageaffären zumindest andeuten. Das ist ja nun weiß Gott nicht die erste. Nein, es ist nicht die erste und es wird sicher auch nicht die letzte sein. Es ist ja Aufgabe der Geheimdienste, solche Informationen gemäß des Interessensprofils ihrer Regierungen auf elektronischen oder auch auf elektronischem Gerät zu beschaffen. Abhören kann man dadurch, dass man entweder die Nummer des Ziels direkt überwacht, also die Telefonnummer, oder aus dieser riesigen Datenmenge der Kommunikation die relevanten Informationen maschinell natürlich über Schlüsselbegriffe herausfiltert. Beides trifft den vorliegenden Fall offensichtlich nicht. Es gibt ja Informationen, die der Abgeordnete Kiesewetter veröffentlicht hat, dass sich jemand schon bei Beginn der Telefonkonferenz eingewählt oder eingehackt hat. Das wird ja auch dadurch deutlich, dass die Telefonkonferenz bereits Minuten vorher begann, bevor der Inspekteur der Luftwaffe zugeschaltet wurde. Es muss da jemand gewusst haben, dass da eine Telefonkonferenz stattfindet. Das war eine geplante und gezielte Abhörattacke und nicht nur ein Zufallstreffer.
Und der Mitschnitt, das hat einer unserer Hörer erwähnt, muss doch eigentlich auf Seiten von Brigadegeneral Gräfe passiert sein, weil, so hat der Hörer das festgestellt, weil der Computer ja sagt, sie werden jetzt zu dieser Konferenz hinzugefügt. Und das war der Moment, als sozusagen Herr Gräfe mit dem Hauptmann, der da dieses Gespräch hergestellt hat, gesprochen hat. Also das ist zumindest eine Vermutung. Und der wird ja sicher keinen dicken, fetten Kryptocomputer mitgehabt haben in Singapur. Also einen dicken Fetten braucht er dann nicht, um ein Gespräch mit VS nur für den Dienstgebrauch führen zu können. Und nur das geht ja mit WebEx, mit dienstlichen Rechnern. Da genügt ein Laptop, ein 13-Zoll-Laptop oder sowas, das ist nichts besonders Großes. Aber lassen wir mal die Untersuchungsergebnisse abwarten und wenn die dann auf dem Tisch liegen, da wissen wir mehr. Dann wissen wir ja auch am Ende möglicherweise, wer das Gespräch abgehört hat. Das ist ja noch nicht so richtig klar. Ich ahne ein bisschen, Herr Bühler, dass Sie sich denken, naja, wieso hinterfragt er das denn jetzt? Also es ist doch eigentlich ganz klar, aber wissen Sie, mir geht das, Herr Bühler, alles ein bisschen schnell. Einerseits wird gesagt, also dass das jetzt alles erstmal gründlich untersucht werden muss. Andererseits ist ja schon völlig klar, dass es die Russen gewesen sein müssen. War ja bei der Pipeline-Sprengung auch nicht anders. Aber nur damit wir uns nicht missverstehen, ich traue den Russen das zweifellos zu. Was denn sonst? Aber um richtig damit umzugehen, muss man sich für meine Begriffe doch schon wirklich sicher sein, wer es war. Und wenn ich Sie mal anpieken darf, wenn Sie Ihren Grundsatz nicht spekulieren zu wollen beherzigen, dann müssten Sie doch eigentlich jetzt sagen, na, wir können uns hier noch nicht festlegen. Wir wissen es nicht, weil uns die meisten Fakten dazu fehlen. Oder sehe ich das falsch? Nein, das sehen Sie richtig. Das hätten Sie gar nicht so lange einhalten müssen. Die Fakten, Beweise, wie die Abhöraktion stattgefunden hat und wer sie durchgeführt hat, sind bisher jedenfalls öffentlich nicht bekannt. Deshalb wissen wir beide es nicht. Es gibt lediglich die Ankündigung der Veröffentlichung durch die Redakteurin von Russia Today und anschließend die Veröffentlichung durch den gleichen Sender auf mehreren Wegen. Das ist ein Hinweis, wo es herkommen könnte, aber das ist noch kein Fakt oder das ist kein Beweis. Ist es denn im Bereich des Möglichen, also dass die Briten, die Chinesen, die Amerikaner, wie eben auch die Russen eine solche Konversation abgehört haben, also sogar vielleicht die Deutschen selbst, wenn ja eh jeder jeden abhört? Also möglich ist natürlich alles, außer wenn Sie sagen, die Deutsche dürfen ohne richterlichen Beschluss und Beteiligung des parlamentarischen Kontrollgremiums von den Nachrichtendiensten nicht abgehört werden. Das gilt auch im Ausland, wenn deutsche Mobilnummern abgehört werden sollen. Dann müssen wir sicher berücksichtigen, dass Geheimdienste ihre Erkenntnisse in der Regel ja nicht in die Öffentlichkeit tragen. Es sei denn, dass die vielleicht politischen Stellen, die um die Erkenntnisse wissen, sich einen politischen Vorteil davon versprechen, wenn es öffentlich wird. Denn in der Regel können Geheimdienste bei so einer Veröffentlichung ihre Quellen ja in den Wind schießen. Also steht die Frage im Raum, bei dieser Frage, wer hat das Gespräch abgehört, wem nützt denn die ganze Affäre, wem nützt das Bekanntwerden des Gesprächs? Wir können das ja mal kurz durchgehen, Herr Bühler, und auch meinetwegen bei den Russen anfangen. Was denken Sie, was hätten die davon? Also zunächst, in der Tat, das ist ein guter Punkt, den Sie da machen. Geheimdienste machen solche Informationsgewinne nicht öffentlich, normalerweise, weil es dann in einem solchen Fall möglich wäre, die Methode zu erkennen des Lauschangriffs, die Methode der Abhöraktion, und es wäre möglich, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, und das will man natürlich normalerweise nicht. Also die Russen, um mit den Russen anzufangen, was hätten sie davon? Genau das, was zurzeit passiert. Luftwaffenführung bloßgestellt und blamiert, Vertrauen in die Bundeswehr, in Teile der militärischen Führung bei einigen in Deutschland nicht mehr gegeben. Das muss man ja auch unseren ganzen E-Mails ja entnehmen und den sozialen Medien. Der Kanzler von einigen unter massiven Kritik, bei einigen anderen erntet er volle Zustimmung. Also Polarisierung in den sozialen Medien, Polarisierung auch in der Gesellschaft. Kriegstreiber die einen, Putin-Versteher die anderen. Und Endziel ist die Destabilisierung der Gesellschaft eines solchen Unternehmens, eines solchen hybriden Angriffs. Der Versuch, weitere Waffenlieferungen zu verhindern. Also es gibt ein ganz breites Spektrum Richtung Deutschland.
Und wenn Sie die Wirkung nach innen anschauen, nach Russland, die darf man auch nicht vergessen. Man ist im Krieg mit dem Westen. Das ist die Botschaft, das ist keine Tatsache. Deutschland bereitet einen Angriff auf Russland vor. Auch das ist eine Botschaft, die nicht stimmt, aber dort kommuniziert wird. Die NATO hat eskaliert. Deshalb ist die spezielle Operation bisher noch nicht so erfolgreich, wie eigentlich gedacht. Deshalb gibt es auch diese hohen Verluste. Das ist ja das Narrativ, was dahinter steckt. Zusätzlich ist die Auffassung, die einige geäußert haben, dass der Zeitpunkt mit dem Begräbnis von Nawalny zusammenhängt, möglicherweise auch in der Enttarnung des Wirecard-Gründers Masalek als russischen Spion oder mutmaßlichen russischen Spion. Das ist nicht von ungefähr an dem Tag gekommen, sondern das war schon ganz bewusst auf diesen Tag gelegt, diese Veröffentlichung. Dann will ich mal das Stichwort Krieg mit dem Westen rausgreifen, Herr Bühler. Das versucht ja Russland die ganze Zeit auch immer zu erzählen. Auch Deutschland sei im Krieg mit Russland. Wenn wir mal auf den Inhalt des Gesprächs schauen, nützt es denn den Russen wirklich, wenn sich überall herumspricht, dass die Ukrainer den Taurus ohne deutsche Beteiligung verwenden können? Also das wussten sie vorher schon, dass es möglich ist. Davon ist auszugehen. Es ist ja öffentlich bei uns diskutiert worden. Die Russen wissen seit 2 Jahren aus eigener Erfahrung, wie lernfähig und kreativ und innovativ die Ukrainer sein können. Die Russen haben andere Quellen, auch bei Messen, bei Rüstungsmessen, Rüstungsausstellungen also weltweit, wo sie über Fähigkeiten einzelner Waffensysteme Dinge herausziehen können. Ich glaube, das ist kein Argument. Und wenn es wirklich eins wäre, dann ist der Nachteil so klein und oberflächlich, dass er durch die Wirkung der anderen Faktoren einfach überstrahlt wird. Ja gut, im Umkehrschluss, dann haben wir auch quasi eine Bestätigung in dem Gespräch, dass die Briten, NATO-Mitglied, dann irgendwie doch in der Ukraine ihre Finger im Spiel haben sollen. Das wäre dann ja wiederum Wasser auf die russischen Mühlen, würde ja dem, was ich zuvor gesagt habe, widersprechen. Ja, es unterstützt aber auch die Argumentation, dass es die Russen waren. Da die Aussage zu den Briten in dem Abgeordnetengespräch nicht sehr präzise war, kann es falsch verstanden auch im russischen Sinne verwendet werden. Bei einer Begründung bzw. einem möglichen Motiv, das die Russen haben könnten, müssen Sie mal helfen. Jetzt müssen Sie mal den Strack-Zimmermann-Versteher geben, Herr Bühler. Agnes Strack-Zimmermann meint, dass die Russen den Bundeskanzler abschrecken wollten, für den Taurus doch noch grünes Licht zu geben. Das erschließt sich mir nicht wirklich. Also abschrecken mit einem Mitschnitt, in dem klar wird, dass es für den Taurus keine deutschen Soldaten braucht. Also, da bin ich kein Versteher, glaube ich. Ich habe das auch nicht ganz verstanden. Die Abhöraktion war ja am 19. Februar. Die Entscheidung des Kanzlers war noch deutlich vor der Veröffentlichung des Gesprächs am vergangenen Freitagabend. Inhaltlich ging es dem Kanzler ja darum, dass man den Ukrainern die Waffen nicht geben kann, weil man nicht ausschließen kann, dass diese dann auf Ziele in Russland abgefeuert werden. Die deutschen Soldaten in der Ukraine wären notwendig, um die Ukraine zu kontrollieren. Das wollen wir in Deutschland aber nicht, wie auch die anderen NATO-Staaten. Und deshalb ist die Lieferung des Taurus nicht möglich. So ist jedenfalls die Argumentationskette der ablehnenden Entscheidung, so wie ich sie verstanden habe. Es braucht also kein weiteres Signal der Abschreckung. Aber auf der anderen Seite, jetzt pro Frau Strack-Zimmermann, aber natürlich ist es eine weitere Rückversicherung der Russen. Aber ob man dafür und dafür allein das vermutliche Offenlegen der Durchführung der Geheimdienstaktion riskiert hätte, das ist für mich sehr fraglich. Also allenfalls hat man diese Wirkung so als Beifang, wie man an der Küste sagt, mitgenommen. Übrigens, weil wir gerade bei Frau Strack-Zimmermann sind, heute Morgen bei einer Meldung musste ich schmunzeln, wenn nicht gar ein bisschen lachen. Sie hat sich am ZDF-Morgenmagazin geäußert und wörtlich, es geht ja um die Effekte, die diese Veröffentlichung hat, wörtlich sagt sie, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht alle übereinander herfallen. Ausgerechnet. Ja, genau. Habe ich mir gedacht. Genau, muss ich aufpassen.
Okay, na gut, wir waren bei der Frage, wer hat spioniert? Wir haben auf der westlichen Seite Akteure, die den Kanzler immer und immer wieder drängen, den Taurus zu liefern. Die könnten doch durchaus Interesse daran haben, den Kanzler bloßzustellen, Herr Bühler, ihn also weiter unter Druck zu setzen und ihm nachzuweisen, dass seine Begründung für die Nichtlieferung falsch ist. Finden Sie das so abwegig? Ja, natürlich. Da liegen Sie schon richtig, dass ich das so finde, weil ich ja gerade eben sagte, die Entscheidung des Kanzlers ist vor der Veröffentlichung des Gesprächsinhaltes gefallen. Und deshalb hätte man schon gar nicht von alliierter Seite oder von westlicher Seite, wie Sie es formuliert haben, das Video veröffentlichen müssen. Denn die Entscheidung war ja da. Sie war entschieden. Aber die Begründung war offenbar eine falsche und das könnte man ja dem Kanzler nachweisen wollen. Noch ein weiterer Punkt, Herr Bühler, über den ich nachgedacht habe. Also, wenn es die Russen waren, warum sollte irgendein russischer Geheimdienst damit meinetwegen zu Putin gehen, der sagt dann, na gut, gebt's mal RT, die sollen das einfach veröffentlichen. Wäre Putin dann nicht eher direkt beispielsweise zu Medvedev gegangen, hätte ihm gesagt, hier, geh mal wieder zu Twitter oder auf X, da hast du wieder was zum Rumkrakeelen, warum zu RT? Wenn es dagegen jemand aus dem Westen war, dem würde es doch sicher wesentlich einfacher fallen, das Ganze bei RT in den Briefkasten zu werfen, als es bei Putin auf den Tisch zu legen. Ja, aber das ist ja jetzt eine Folgevermutung, die Sie zu der ersten Vermutung angestellt haben. Und die erste Vermutung habe ich ja schon als abwegig bezeichnet und deshalb brauche ich eigentlich zur zweiten nicht Stellung nehmen. Aber zu dem, was Sie sagten über Russland, RT, also das kann ich natürlich auch nicht sagen, warum. Da kann man auch trefflich spekulieren darüber. Also offensichtlich hat man sich von der Veröffentlichung von RT auch mehr versprochen, weil RT ja doch sehr viel auch von der russischen Diaspora, auch bei uns in Deutschland und in den osteuropäischen Staaten gesehen wird. Und mit Twitter kommunizieren ja doch nicht alle Bürger bei uns in unserem Land und auch nicht in Osteuropa. Gott sei Dank. Am Ende bleibt, Herr Bühler, es gibt noch keinen Beleg dafür, wer es war. Die Russen haben sicher gute Gründe, die möglichen Gründe auf der westlichen Seite, die sollte man aber dennoch vielleicht nicht einfach beiseite wischen, oder? Ich wische auch nicht beiseite, das will ich gar nicht tun. Aber diese Gründe sind zu nachteilig, wenn Sie USA und Großbritannien meinen. Sie haben ja auch China erwähnt, darüber spreche ich jetzt nicht. Das ist durchaus plausibel. Aber USA und Großbritannien, wenn Sie das meinen, schließlich wird erstmal im Gespräch auch über die Amerikaner und Briten gesprochen. Das kann also nicht im Interesse sein, dass es auch noch weiter verbreitet wird. Zum Zweiten sind die Briten und die Vereinigten Staaten unsere Verbündeten, die ebenso wie wir auf den Zusammenhalt der NATO und des Westens angewiesen sind. Nicht nur in militärischen Fragen, sondern insgesamt des Westens. Diesen Zusammenhalt zu riskieren, wäre fahrlässig. Deshalb sind solche Überlegungen, auch wenn Sie sie jetzt aus Fragen und Kommentaren unserer Hörer ableiten, potenziell gefährlich. Naja, ich kann da immer nur wieder die Kanzlerin in den Kopf rufen. Die hat ja ihr Handy nicht hochgehalten und hat gesagt, abhören unter Feinden, das geht gar nicht. Sondern die hat ja gesagt, abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Ja, der große Unterschied ist aber, dass das Abhörergebnis nicht veröffentlicht worden ist. Und erst das hat ja die Wirkung erzielt. Ich sage nochmal, das ist eine der Aufgaben der Geheimdienste, Informationen zu beschaffen für ihre Regierungen. Aber wenn sie dann das auch veröffentlichen, dann erzielen sie erst die Wirkung. Sonst bleibt es ja, ist die Wirkung ja nur, dass sie besser Bescheid wissen über Internas des jeweiligen abgehörten Staats oder der jeweiligen Organisation. Aber sonst passiert ja nichts weiter. Und bei Frau Merkel war es ja so, dass die Nummer auf der Liste von Herrn Snowden stand, wenn ich das richtig erinnere. Letzter Punkt in dieser Abhörangelegenheit, zumindest für heute. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also wird das bis zu einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss gehen? Das ist ja hier und da schon mal ins Gespräch gebracht worden.
Also das wissen wir jetzt heute noch nicht, am Montagabend. Es wird sicher Sondersitzungen der zuständigen Ausschüsse geben, also des Auswärtigen Ausschusses, des Verteidigungsausschusses, das parlamentarische Kontrollgremium. Und dann wird ja irgendwann in dieser Woche werden die ersten Ergebnisse vorliegen aus den Untersuchungen. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Und in der Bundeswehr wird man sich jetzt erstmal nicht mehr trauen, miteinander zu telefonieren? Nein, das so weit geht es nicht. Aber sich ein bisschen mehr an Regeln halten. Und dann, wenn wieder 2 Jahre vergangen sind, dann zieht der Schlendrian wieder ein. So ist es eigentlich immer. Das ist kein Bundeswehrproblem insgesamt, sondern es ist ein Problem, das sich durch die technische Entwicklung immer schärfer stellt. Insofern ist die Forderung nach vermehrter Spionageabwehr, die ist zwar richtig, aber wir müssen uns auch fragen, was wir in den letzten Jahren der Technologieentwicklung eigentlich gemacht haben. Wir haben, glaube ich, eher das Gegenteil gemacht, dass wir Kapazitäten der Spionageabwehr zurückgefahren haben in den letzten 20 Jahren, dass wir auch die Befugnisse des eigenen Dienstes eingeschränkt haben, wie ich so höre, was Abhöraktionen angeht und dergleichen mehr. Da sind wir vielleicht ein Stück weit anders gestrickt wie andere Staaten. Auf jeden Fall sieht man das zumindest, was die Spionageabwehr angeht, aber auch was offensive Abhörmaßnahmen angeht, ein bisschen naiv aus. Denken Sie, das kann oder wird jetzt mal ein Anstoß sein, die Kommunikationsmittel in der Bundeswehr, sicher auch in der Politik, auf den Prüfstand zu stellen und dann gegebenenfalls auch hier mal eine Verbesserung viel Geld in die Hand zu nehmen? Ich weiß nicht, erstmal werden das Maßnahmen sein, die die Kommunikation noch mehr regulieren, als sie bisher reguliert ist. Da habe ich schon die ersten Stimmen heute gehört, dass sie das befürchten, dass überall Aufkleber sind, Gegner hört mit oder Feind hört mit. Und solche Maßnahmen, die bringen aber nichts. Aber in der Tat muss man viel Geld in die Hand nehmen, wenn man sich absolut davor schützen will. Und den absoluten Schutz gibt es eben nicht. Also da muss man abwägen, was ist für uns das obere Ziel, die Abwehr der Spionage in Deutschland, auch der Industriespionage, oder das Geld für andere Zwecke auszugeben. Ich nehme an, so eine Affäre kann am Ende auch Karrieren beenden, ne? Naja, es ist gut, dass wir in Deutschland in einem Rechtsstaat leben. Das heißt, zuerst werden Ermittlungen geführt und dann, wenn schuldhaftes Verhalten, also dienstrechtliches oder strafrechtliches schuldhaftes Verhalten festgestellt wird, dann können Konsequenzen gezogen werden. Deshalb sind da einige voreilige Forderungen eines AfD-Abgeordneten, die ich heute gehört habe, dann auch des Vorsitzenden der neuen Maaßen-Partei, die Generäle zu entlassen, durch das Gesetz nicht abgedeckt. Die andere Möglichkeit besteht bei Generälen, im Gegensatz zu zivilen Führungspersonen im öffentlichen Dienst, sie in den vorläufigen Ruhestand zu schicken. Und zwar auch ohne Angabe von Gründen. Und in der Regel, weil die Vertrauensbasis nicht mehr gegeben wird. Diese Regelung ist in der Vergangenheit mehrfach angewandt worden. Ihre Anwendung ist aber zum Teil sehr umstritten. Der Minister Pistorius, und so habe ich ihn heute verstanden, der hat sich erstmal vor seine Leute gestellt, was vor seiner Zeit auch nicht immer der Fall war. Und er wird die Untersuchungen abwarten, bis die Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Und dann wird man sehen, ob überhaupt und welche Konsequenzen gezogen werden müssen. Und solange sollten wir uns auch hier in unserem Podcast nicht an diesen Spekulationen beteiligen. Okay, dann eine Frage noch dazu. Jetzt dürfen Sie sich noch ein bisschen Taurus fühlen, Herr Bühler. Es geht um das eigentliche Corpus Delicti. Ich kann zwar den Gemütszustand nicht beschreiben, Taurus fühlen, aber klingt ja vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt, wo man hören konnte, dass es nach einer gewissen Ausbildung keiner deutschen Unterstützung mehr bedarf. Denken Sie, da wird sich noch was tun in dieser Frage? Nochmal, der Kanzler hat ja unabhängig von der Abhöraktion bereits vorher eine Entscheidung getroffen, die so eindeutig war, dass man eine andere Entscheidung von ihm auch in Zukunft nicht erwarten kann, denke ich. Dann also Punkt für heute unter dieses Thema. Ich glaube, es hat am Ende ja doch keinen Sinn, wenn Sie sagen, Herr Bühler, ich habe den Kanal voll, ich will nicht mehr über den Taurus reden. Es kommt dann doch immer anders, als man vielleicht hofft, ne?
Bevor Sie abschließen, ich würde eins noch gerne sagen wollen. Wir haben diese Taurus-Diskussion jetzt seit fast 10 Monaten. Zu diesem Zeitpunkt und bis in den Herbst hinein ist immer von einer Prüfung gesprochen worden, von einer Prüfung des Antrages der Ukraine. Und einem Prüfauftrag erwartet man einen Auftrag, den Antrag der Ukraine zu prüfen. Man kann auch erwarten, dass er nur mit Auflagen erteilt wird. Also zum Beispiel eine Kriegsbeteiligung Deutschlands darf nicht riskiert werden. Zweitens, deutsche Soldaten dürfen nicht in der Ukraine eingesetzt werden. Das sind alles richtige Auflagen, ich könnte jetzt noch mehr dazufügen. Das sind alles sinnvolle Auflagen auch. Wenn ich mir das Gespräch jetzt so anhöre, muss ich feststellen, dass es offenbar überhaupt keinen Prüfauftrag gegeben hat. Dies vor allen Dingen, wenn man hört, dass sich verantwortliche Generale der Luftwaffe 10 Monate nach der Zusage der Prüfung über das Thema derart detailliert unterhalten müssen. Das ist jetzt ein herber Vorwurf an die Bundesregierung, oder? Nicht die Bundesregierung insgesamt, aber so arbeitet Militär, dass sie einen klaren Auftrag bekommen. Was soll gemacht werden und was soll nicht gemacht werden? Was sind die Auflagen? Und wenn ich das sehe, wenn ich das im Juni gemacht hätte, dann müsste man sich jetzt im Februar nicht unterhalten oder im März, da müssen wir uns nicht darüber unterhalten, wie man, ob deutsche Soldaten dort sind oder ob sie nicht dort sind und wie die Unterstützung der Ukraine da geleistet werden kann, sondern das hätte alles schon festliegen können, natürlich mit einem dicken, streng Geheimstempel obendrauf. Und wenn die Zeit für die Entscheidung reif ist, dann wird es gezogen und mit Ja oder Nein beantwortet. Und letztlich hätte man das auch schon machen können im Sommer des letzten Jahres mit Ja oder Nein beantworten. Und dann wäre die Sache gelaufen für die Ukraine. Aber man hätte sich auch im Westen darauf einstellen können, die Ukraine mit anderen Dingen zu unterstützen. Und so bleibt der fade Nachgeschmack eigentlich an dieser ganzen Geschichte, dass wir erneut nach den Kampfpanzern, erneut nach den Flugzeugen, ich weiß, es ist mühsam, das immer wieder zu hören, und jetzt beim Taurus dann zu lange warten und keine Entscheidung treffen, die ja auch so oder so ausgehen kann. Das ist ja völlig unbenommen. Aber das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das hätte längst entschieden werden können, das hätte längst gründlich untersucht werden können, dann hätte es zu dieser Sitzung dort in der Telefonkonferenz gar nicht kommen müssen. Aber Mensch, Herr Bühler, die Vermutung, vielleicht hat es gar keinen Prüfauftrag gegeben, eine Spekulation, die ganz von alleine aus Ihnen herauskam, das ist ja doch was sehr Ungewöhnliches. Naja, wissen Sie, ich sage es ja nochmal, ich spüre das ja, wie die Herren dort über dieses Thema sprechen. Keiner von denen, und einen kenne ich sehr genau, nämlich den Inspekteur. Keiner von denen ist ein Kriegstreiber. Keiner von denen verdient den Vorwurf, dass sie nun Deutschland in den Krieg ziehen müssen und dass sie absolut wollen, dass der Taurus gemacht wird. Jeder von denen folgt dem Primat der Politik. Aber sie brauchen einen klaren Auftrag, was sie denn untersuchen sollen, unterlegt mit klaren Auflagen. Und das kann ich nicht erkennen. Nicht, wenn man 10 Monate nach dieser Zusage in dieser Art und Weise über ein Vorbereitungstreffen für den Minister und später den Kanzler reden soll. Punkt unter dieses Thema heute? Ja, von mir aus schon. Punkt, okay. Gerne. Dann nehmen wir uns mal Zeit noch für eine Hörerfrage. Wie gesagt, wir sind heute ein bisschen kürzer aus den verschiedensten Gründen. Das hatten wir am Anfang ein bisschen angedeutet. Eine Hörerfrage, und zwar von Andreas Krampitz. Er wohnt in der Nähe von Stade und der fragt Folgendes. Sein Ausgangspunkt ist übrigens das immer wieder verkündete Credo, im Westen halt nicht Kriegspartei werden zu wollen. Und wie gesagt, er fragt Folgendes. Warum glaubt man eigentlich, dass sich Putin ernsthaft damit beschäftigt, ob die Unterstützung für die Ukraine die Akteure zu Kriegsteilnehmern macht oder nicht? Also ob er sich an irgendwelche Regeln oder Gesetze halten würde. Wir hören doch von Beginn an nur Lügen oder völlig haarsträubende Geschichten und stellen fest, dass Kriegsverbrechen an der Tagesordnung sind. Warum man von so einer Truppe davon ausgeht, dass sie mit rationalen Überlegungen agieren würden, erschließt sich mir leider ganz und gar nicht. Was meinen Sie, Herr Bühler, sollte das wirklich das Handeln der Unterstützer bestimmen? Zitat Ende. Und diese Frage, Herr Bühler, die geht ja nicht nur
formal an Sie, sondern es stellt ja auch ein bisschen Ihre eigenen Ansichten in Frage. Also ich habe es nicht mitgezählt, aber Sie haben hier im Podcast schon zigmal betont, heute auch wieder mehrfach, dass Deutschland, dass der Westen nicht Kriegspartei werden will und auch nicht werden darf. Ja, das kann man nicht oft genug betonen. Nein, ich finde das gar nicht, was Sie Herrn Grampitz da unterstellen. Herr Grampitz hat da recht. Auch ich bin der Meinung, dass Putin gar nicht interessiert ist an dieser Frage. Er eskaliert ja diesen Krieg von sich aus nach Belieben. Die Auffassung, keine Kriegspartei zu werden, die kommt ja von uns, aus dem Westen, von der NATO, weil sie in unserem Interesse ist. Eine Eskalation zu einem Weltkrieg schadet allen, auch der Ukraine. Und deshalb ist meine Folgerung daraus, dass wir nur durch eine starke Unterstützung der Ukraine in jeder Hinsicht, ob mit Waffen oder auch diplomatisch, wenn die Zeit dafür gekommen ist, eine Zeit der Kriege verhindern können. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, Ihnen eine erfolgreiche Woche noch in Hamburg. Nächste Ausgabe des Podcasts erscheint dann am Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.